Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Wir sind jetzt hier. Moment, ich vergesse immer wieder den Namen dieser Feste. Die Griffenflügelfeste, genau. Und die wollen wir jetzt stürmen, dass die zu unserer Feste gehört. Hoffentlich, vielleicht kriegen wir die ja. Das wäre natürlich super. Aber dafür müssen wir sie erstmal befreien von den ganzen Venatori-Gesocks hier. Ich gucke mich jetzt hier noch mal ein bisschen um, ob wir noch was hier haben. Hier haben wir noch eine Kugel, die wir aktivieren können. Hier ist ein Fluchtweg, falls wir mal einen brauchen. Was jetzt nicht unbedingt nötig ist, aber man kann es mal machen. Da könnten wir hoch, wollen wir aber erstmal gar nicht. Da können wir jetzt hoch. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal hoch, um zu gucken, was dort ist auf dem kleinen Vorsprung hier. Aber so wie es aussieht, ist hier oben auch so gut wie nichts. Oh, klettert doch nicht alle hier hoch. Ihr könntet auch unten warten. Die paar Meter da. So. Los geht es. Ihr habt keine Chance gegen unser Team. Wir sind von der Inquisition und werden euch vernichten. Ihr habt null Chance. Lasst euch mal was Besseres einfallen. Oh, rennt mal ruhig weiter schon. Ich werde mal kurz hier einsammeln. Damit ich die hinterher nicht übersehe, wo was liegt. So. Ah, ihr seid auch hier unten. Okay, wir befreien die vielleicht erstmal doch. Denn die greifen sonst sich eh mal an. Gut, da hinten ist noch der Tank über, der immer ordentlich das abwehrt durch sein Schild. Ja, gut. Jetzt ist da oben noch einer. Da komme ich jetzt so nicht dran. Das noch durch. Nicht lange genug. Wir können da jetzt hoch. Da oben wartet auch schon wer auf uns, aber ich würde mich hier gerne unten erstmal jetzt umsehen. Kommt ihr runter? Wunderbar. Lasst uns hier ein bisschen umsehen, Leute. Wir haben doch die Festung schon fast erobert. Können wir auch mal kurz looten. Hier haben wir eine Truhe. Nimm mal mit das Zeug. Da haben wir eine Treppe, die wir nicht gebrauchen können. Boah, Alter, die Festung ist hier super erbaut worden. Die hat echt einen schönen, eine schöne Kulisse hier, könnte man sagen. Schön gebaut, super platziert. Gefällt mir, echt. Hier oben ist eine Truhe, so wie es aussieht noch. Die holen wir uns auch mal kurz. 185 Gold, das ist allerhand. Ja, dann kommen wir hier nochmal runter. Hier ist nämlich auch eine Truhe, wie ihr eben seht. Verbessertes Amulett der Geschicklichkeit. Hm, Schild der grauen Wächter. Nehmen wir alles mit. Können wir alles gebrauchen. Hat sich gelohnt. Das jetzt schon. Da ist eine Leiter. Okay. Gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht ist hier auch noch irgendwo was. Hier hinter oder so. Ah, seht ihr mal. Versteckt. Naja, besser als nichts. Elixiergürtel halt, ne? Und 98 Gold waren das eben. Besser als nichts. Ja, jetzt ist die Frage. Hier können wir runterklettern und da können wir auch runterklettern, oder? Genau. Ja, kommen wir denn da wieder hoch? Irgendwie? Ha!
Nicht wirklich, ne? Ist nicht dafür gedacht, so. Gut, dann gehen wir hier nochmal runter. So einigermaßen. Speichern. Und dann greifen wir die Feste weiter an. Oder warte mal, waren wir hier oben schon? Hier, wenn wir jetzt rechts gehen? Nee, ne? Nicht wirklich zumindest. Wir sind hier hinten irgendwo hoch, genau. Wir sind aber nicht hier lang gegangen. Hier ist auch noch eine Truhe. Das ist praktisch. Dann sammeln wir mal die kurz auch noch ein. Oh, hier runter. Und jetzt stürmen wir die Feste. Wer bist du denn? Kommt her, Inquisitor! Ich bin bereit zu dienen! Zu dienen? Macrinus! Ich sag mal, oder ich gehe mal davon aus, dass es der Boss ist hier, der Feste. Ja, bleibt alle da drin in der Falle. Schön! Ihr seid dumm, ey. Was soll man denn von Venatori aus sonst, halten? Obwohl, dumm waren sie nicht. Alexius Plan wird zum Beispiel fast, oder beziehungsweise es hätte fast geklappt. Aber wir haben ihn trotzdem einen Strich durch die Rechnung gemacht. So. Bam, 1400 Schaden. Das Leben ist nichts. Er wird herrschen. Du bist doch eh schon tot. Kapuze des die Festung mit unseren Truppen in Besitz nehmen. Aufsehers. Kittys Halsband. Nein, oder? Kittys Halsband. Wisst ihr noch, die durch das ein Add-on, ja, es ist nicht wirklich, ja doch, es ist ein Add-on im Endeffekt, auch wenn es ein kleines ist, wo man doch dieses kleine Mädchen da zu dem Vater bringen musste mit diesem Feuerfeld und da die kleine Katze war, die Kitty hieß. Die Kitty war doch der Dämon, der in dieser Katze lauerte. Oh, schade. Das werden wir vielleicht in Ehren halten, das Amulett. Ich glaube nicht, dass ich das verkaufen werde. Echt cool. Super Anspielung. Für diejenigen, die natürlich es nicht wissen, weil sie nicht Origins gespielt haben, können leider damit nicht viel anfangen. Aber super Anspielung. Super, super. Gefällt mir. Ja, wir sollen die Festung wieder in Betrieb nehmen, hieß es eben. Das machen wir auch. Aber erstmal looten wir hier alles weg, bevor wir das machen. Und wie ich schon am Anfang sagte, die Feste gehört dann tatsächlich uns. Voll geil. Was kann es Schöneres geben? So eine majestätische alte Festung zu haben. Vor allen Dingen zu wissen, dass die dann auf unserer Seite steht, die Festung. Das gefällt mir. Ohne Witz. Ist wirklich so. So, hier oben haben wir dann ein Astrarium oder was das ist, ne? Genau. Da können wir doch gleich wieder ein Sternbild machen mit, oder? Warte mal. Ich speichere mal lieber. Weil ihr kennt mich. Ich bin nicht so gut in Sternzeichen. Mal gucken, was da für ein Bild überhaupt ist. Ach Gottchen, das ist aber ein einfaches. Zumindest sieht das erstmal einfach aus. Ob es einfach wird, weiß ich nicht. Ich denke mal. Wir gucken mal. So, machen wir erstmal das hier. Dann da. 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 Okay, ist doch nicht so einfach, wie ich dachte eben. Ich hätte jetzt da gemacht, dann da und dann da. Aber hier ist ja dieser eine Strich, der fehlt, ne? Okay, neu starten. Dann fangen wir mal so an. So. So, so. So. Dann nach da. Nach dort. Und jetzt können wir so machen, wie ich eben vorhatte. Und schon haben wir das Rätsel fertig. Das ging einfach. Das war schön. Sternbild Thors.
Gehen jetzt die Türen auf da? Guck mal da. Da hinten ist was, ne? Bei den Türmen. Das ist der eine Turm hier. Warte mal. Da. Und der hat irgendwo hier gegenüber hingeschaltet, ne? Irgendwo da. Bin mir nicht sicher, wo das genau ist, wo er hingeschienen hat. Aber ich gehe mal davon aus. Und wo hat er das zweite Mal hingeschienen? Nach da oben auf dem Turm. Okay, also auf die Türme da, ne? Genau. Ja gut, den einen Turm da kann ich eh noch nicht erreichen, den da. Weil das hinter der Mauer ist. Das können wir jetzt also erstmal knicken. Wir sollen die Festung wieder in Betrieb nehmen. Ja, aber wo denn? Ah, hier. Inquisitionsflagge platzieren. Schön. Die Feste gehört uns. Inquisitionsfeste errichtet. Inquisitor? Ja. Ihr kommt früh. Wir sind kaum eine Woche hier. Ich habe gerade eine Patrouille draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Die Venatori haben sich zurückgezogen, aber unsere Kundschafter wissen noch nicht, wohin. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Also, wie ich mitbekomme, gibt es hier reichlich Probleme. Lasst mich doch helfen bei diesem Problem. Erstmal die Wasserversorgung Probleme. Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. Ja. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wahrgeist, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. Hm. Vier Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Ja, ich werde dabei helfen, das ist kein Ding. Erzählt mir erstmal von euch. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Sehr schön. Reden wir über die dunkle Brut mal. Was könnt ihr mir über die dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Ja, kann ich machen. Gebt mir einen Lagebericht, bitte. Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraten? Ich habe Späher in die Rotlyrium-Mine geschickt, die ihr zerstört habt. Ich denke, bis auf Weiteres kommt niemand in diese Höhle. Alles klar, danke. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl. So, ich möchte noch mal kurz mit dir reden, und zwar... Inquisitor? Erzählt mir von euch das Richtige... Ja gut, er hat nichts mehr. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Oh, jetzt möchten wir uns mal kurz die Karte angucken, was hat sich denn getan. Hier gibt es Ärger mit der dunklen Brut. Hier, dieses Wasser schmeckt komisch, das ist die Oase. Da ebenfalls. Hier hinten hat sich nichts getan weiter. Ritualturm. Ach so, das war die Feste da. Oh Gott, ich habe eben schon überlegt, hä? Okay, wir haben hier also nochmal zwei Sachen bekommen. Einmal die Oase und einmal Ärger mit der dunklen Brut. Hier unten haben wir nochmal ein Fragezeichen. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Aber erstmal gucken wir uns jetzt hier um. Hier ist einiges passiert, wie ihr seht. Hier können wir Requirierungen machen, aber da haben wir gerade nichts. Tränke aufwerten können wir hier. Rüstung herstellen. Ich möchte mal kurz gucken... Da brauchen wir Elfenwurzel, denn ich möchte so langsam auch mal hier ein paar Sachen erhöhen, damit wir halt auch mehr Gesundheit, also bessere Tränke haben. Ich werde mal bei Zeiten, wenn ich Zeit und Lust dazu habe, mal eine Aktion machen,
wo ich dann für mich farmen gehe, also euch nicht mitnehme, halt, weil das interessiert ja keinen, nur Kräuter zu farmen. Werde dann mal genügend Kräuter farmen, so dass ich es halt nicht übertreibe, aber so halt nicht, wie zum Beispiel das hier. Erhöhung des maximalen Manas? Ist das permanent? Nee, ne? 18 Elfenwurzel und eine schwarze Lotus. Da, Erhöhung des maximalen Manas Bonus. Das erhöht... Warte mal. Hä? Verstehe ich gerade zwar nicht, aber okay. Da erhöhen wir die Dauer mit. Magiebonus. Ja, gut. Müssen wir mal gucken dann. Hier können wir Rüstungen herstellen, wie ihr seht. Ich will mal kurz was gucken. Nur mal so als Interesse. Leichte Rüstung des Drachen. Da wollte ich jetzt zum Beispiel nur gucken, ob es da bessere Sachen mittlerweile gibt oder so. Aber das ist ja auch egal. Kann ich später mal gucken dann. Tränke ausrüsten. Braucht man nicht Waffen herstellen? Da will ich mal kurz gucken bei dem Stab. Nö, auch nichts Neues. So, dann gucken wir mal. Wen haben wir denn hier? Waffe modifizieren, Rüstung modifizieren. Da hier alles neu ist, möchte ich mich umgucken und möchte gucken, ob wir hier zum Beispiel sowas machen können. Griffenflügelfeste, Prälät. Der schlechte Zustand der Feste ist mir einerlei. Ließe sie sich verteidigen, hätte man sich nicht eine Epoche lang verrotten lassen. Leitet Reparaturen ein, baut die Befestigungsanlagen wieder auf. Wir werden sie brauchen und wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Service. Das ist interessant. Vielleicht können wir ja helfen, die aufzubauen am Kartentisch oder so. Ich weiß es nicht. Aber das wäre super, wenn wir das könnten. Dann würde ich das natürlich auch gerne machen. Inquisitor? Ja. Ich gucke nochmal, ob hier noch was ist oder so. Aber anscheinend nicht. So, ich gucke mal ganz kurz. Ja. Ist es soweit. Ich würde sagen, wir gucken uns hier in der Feste, was sich verändert hat, in der nächsten Folge um. Und wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Folge einiges tun. Ich hoffe, dazu kommen wir. Aber das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und macht es gut bis dahin. Und tschüss.